Wir sind beim Start des Lennepersommers und wir können sprechen mit Gunter Bockmann von der Lenneper Karnevalsgesellschaft und Marc Bunse. Ja, warum bist du heute hier? Ich bin Präsident des Karnevalsverbandes Rheinisch-Bergisch-Märkischer Karnevalsgesellschaften und wir feiern 75 Jahre dieses Jahr und wir freuen uns, dass die Freunde, die Karnevalsfreunde aus Lennep die Karnevalsparty für uns, die Geburtstagsparty ausrichtet und wir freuen uns heute hier gemeinsam unseren Geburtstag zu feiern. Ist das auch wichtig, so die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Vereinen, Verbänden? Das ist total wichtig. Zum einen wollen wir den Menschen den Enthusiasmus des Karnevals auch in den Sommer bringen, der es ja sonst immer im Winterbrauchtum ist. Und zum zweiten ist es ein Come Together, wir wollen zusammenkommen, wir wollen Spaß haben, wir wollen miteinander quatschen, weil man sich sonst eigentlich während des Sommers nicht so häufig sieht als Karnevalsgesellschaften. Und da auch Freundschaften daraus entstehen und entstanden sind, freuen wir uns heute hier gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Dann danke ich dir schon mal, Gunter. Marc hat es gerade erwähnt, eigentlich ja im Sommer nicht die Jahreszeit für den Karneval, aber warum heute der Auftakt hier im Lenneper Sommer? Ja, wir haben uns angeboten, dieses Fest hier auszurichten, das wurde auch gerne angenommen vom Verband und genau wie der Marc sagt, wir müssen auch im Sommer präsent sein, wir wollen ja auch Nachwuchs gewinnen für die Vereine und da ist es wichtig, dass man nicht nur in den Winter in den Sälen rumturnt, in Anführungszeichen, sondern sich auch im Sommer zeigt, so wie wir das als Karnevalsgesellschaft hier im Lenneper Sommer mit vielen Veranstaltungen tun. Was kann man heute hier erwarten? Ja, wir haben natürlich immer das Standard, Lenneper Sommer, ein Grillstand, ein Bierstand, Live-Musik. Heute haben wir eben mehr karnevalistische Auftritte dabei und da freuen wir uns drauf. Das Wetter spielt auch mit. Erwartest du viele Zuschauer? Ja, da ist natürlich immer abhängig, ne, ob es andere Veranstaltungen gibt oder wie die Leute da drauf sind. Für manche ist so ein bisschen Karneval im Sommer vielleicht ein komisches Gefühl, aber das wollen wir denen heute nehmen. Dann danke ich dir. Also das unsere Impressionen zum Start des Lennepersommers.